Wir haben ein ganz tolles Programm vor uns und wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr jetzt richtig motiviert seid, euch auch hier an dieser kleinen Talkrunde zu beteiligen. Ich erkläre mal ganz kurz den Ablauf und die Technik. Wir haben hier vorne ein paar Tische und Mikrofone. Die werden wir gleich erstmal schon mal mit 5 Personen besetzen. Also als Talkrunde ist das Ganze gedacht. Da drüben wird aber die Alex auch stehen und wird immer mal wieder den ein oder anderen Gedanken aufschreiben und dort an der Pinnwand verewigen. Und das ist auch jetzt das, was wir uns vorgenommen haben für die nächste Stunde. Mal zu sammeln, was braucht es denn jetzt eigentlich, zu verhindern, dass es nicht 4 Grad werden, sondern dass es bei 1,5 Grad bleibt. Und das ist unser Ziel. Unser Ziel ist, in der Bildungsarbeit genau in diese Richtung zu arbeiten. Wir haben viel Input da heute Morgen für bekommen. Und ich fand diesen Begriff von Frau Beck ganz schön, Transforming-Ideen zu sammeln. Und ich glaube, da ist es jetzt auch Zeit für, dass wir gemeinsam Transforming-Ideen, Transformationsideen sammeln. Mal gucken, was läuft richtig gut, wo haben wir positive Beispiele, wo gibt's vielleicht Hürden und was brauchen wir aber dafür, um wirklich lösungsorientiert weitermachen zu können. Und ich möchte jetzt gerne 5 Personen hier nach vorne bitten. Einmal Dr. Ayosha Rekar, den haben wir heute Morgen schon kennengelernt. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, hier noch ein bisschen mitzusprechen. Dann haben wir von der SDW, vom Bundesverband, die Ulrike Schut. Ulrike Schut ist BNI-Referentin in der SDW, Bundesverband. Und außerdem ist sie auch im Lehrstuhl an der Uni Freiburg tätig und unterrichtet dort Umweltbildung. Also eine echte Expertin, was dieses Thema betrifft. Herzlich willkommen, wir können auch mal applaudieren. Ja. Und jetzt muss ich gerade sagen, also den Ayosha habe ich heute Morgen ja so ein bisschen eingefangen, spontan. Der weiß überhaupt nicht, was ihn erwartet. Genau, völlig überrumpelt. Und so ging es auch den weiteren 3 Personen, die ich jetzt aufrufe. Also deswegen gibt es schon mal einen richtig großen Applaus für die nächsten 3 weiteren. Da haben wir einmal einen Schulleiter von einer Grundschule, der auch noch BNE-Berater ist und zuständig in der Lehrerfortbildung in Thüringen viel mitmischt. Dazu ist die Grundschule auch noch Europaschule. Ich bin also unglaublich imponiert gewesen, als ich das gelesen habe, Herr Wild. Und dann haben Sie noch auf der Internetseite einen Slogan stehen, da steht irgendwie sowas wie Wohlfühlen im grünen Herzen Europas. Ist das nicht der Hammer? Also Grundschulleiter Gunther Wild. Und so ein bisschen Heimspiel hat Bettina Förster-Baldenius, also wenn man schon mit dem Namen Förster geboren wird, wobei jetzt weiß ich gar nicht genau, ob das nicht vielleicht auch angeheiratet ist, dann muss man ja in dem Bereich irgendwie tätig sein. Leiterin der Waldschule hier in Seelendorf, herzlich willkommen, Bettina Förster-Baldenius. Beide Eltern Förster. Beide Eltern auch noch Förster. Oh. Herrje, unglaublich. Und bei dem Namen Bettina bleiben wir jetzt aber, das finde ich auch ganz lustig. Wir haben hier noch Dr. Bettina König im Raum mit der Fancrew aus Niedersachsen da hinten. Bettina König ist Leiterin des Waldpädagogikzentrums im Harz und wir haben das heute Morgen auch schon in den Vorträgen gehört und auch darüber kurz gesprochen, warum sieht man nicht mehr Bilder, also für mein Gefühl, ich sehe die Bilder nur noch. Bettina ist gerade Leiterin in einem Waldpädagogikzentrum, wo echt der Hotspot Klimawandel sichtbar wird. Bettina, schön, dass ich dich dazu gezwungen habe, hier oben zu stehen. Okay, Auftrag ist klar. Ja? Also jeder, der dazu gerne etwas sagen möchte, darf mit dabei sein. Ich möchte aber tatsächlich ganz gerne einmal mit Ihnen, Frau Schut, anfangen. Also SDW ist ja sozusagen hier Gastgeber heute. Und wir haben ja so den Einblick bekommen, zumindest zum Thema Klimakönner. Aber es gibt ja auch noch einiges mehr. Und ja, vielleicht mögen Sie einfach mal ganz kurz berichten darüber, was gibt es an einiges mehr und vor allen Dingen, wie gelingt es da, dieses Thema Wald und Klima im Bildungsalltag zu verankern? Ja, alleine unsere Entstehungsgeschichte zeigt ja schon, dass wir einige Jahrzehnte dabei sind und da sind natürlich einige Projekte und Aktivitäten angefallen. Das hat mit Waldjugendeinsätzen begonnen, also letztendlich auch mit Arbeit direkt am Baum sozusagen, also Arbeit mit der Hand, mit Engagement, mit Naturschutzarbeit, mit körperlicher Arbeit und geht dann eben bis heute hin auch zu
ich sag mal, Arbeit mit dem Kopf, nämlich wir führen auch oder beauftragen auch Forschungsinstitute und führen auch wissenschaftliche Studien durch. Das ist, würde ich sagen, mal so ein Riesenbogen, um den zu spannen. Und dazwischen gibt es halt ganz viel. Also das ist reicht von der Öffentlichkeitsarbeit über die Herstellung von Bildungsmaterialien, die Durchführung eben von ganz vielen Fortbildungen zum Thema Wald und moderner Bildung wie Nix wie raus in den Wald. Das sind unsere eintägigen Fortbildungen, aber auch zu Programmen für Schulen, also die auch zugeschnitten sind für verschiedene Schulformen, Grundschule, weiterführende Schule, aber eben auch für den Primarbereich, wo also Lehrerinnen und Lehrer unser Programm direkt buchen können und dank unserer Förderung auch kostenlos. Wir haben ja eben gehört, das ist sehr vorteilhaft. Wir haben auch Lehrpfade, und zwar moderne Lehrpfade. Also ich möchte auf den Achtsamkeitspfad hinweisen, den ich auch sehr oft mit Teilnehmenden schon durchführe, wo es ganz viel auch um Sinne geht und Wahrnehmung und eben achtsam im Wald zu sein und für all das, was uns sozusagen umgibt. Wir haben aber auch unser Waldmagazin, also da kann man auch mal auf dem Sofa und auf dem Sessel sozusagen mit der Leselampe rumstöbern und tolle Artikel lesen, auch aus unseren Landesverbänden. Also ich könnte jetzt hier, glaube ich, stundenlang weiterreden. Deshalb würde ich sagen, mache ich erstmal Stopp. Genau. Und das ist wirklich beeindruckend, und ich fand es jetzt gerade nochmal umso beeindruckender. Das war kaputt. Ich habe gerade mit Frau Beck noch zum Mittagessen dürfen. Und Frau Beck hat gesagt, Sie alle hier auf dieser Tagung, die mit sozusagen in diesem Klimakönner-Netzwerk aktiv gewesen sind und was darüber hinaus noch alles passiert, sind alles Pioniere. Und das ist eine ganz, ganz wertvolle Arbeit. Also das richte ich nochmal eben hier auch an den Saal und natürlich auch an die SDW. Die Frage ist ja jetzt, wie kriegt man es jetzt ausgerollt, ne? Sozusagen? Wie kriegen wir es jetzt wirklich in die Gesellschaft getragen? Was gibt es da vielleicht Transformationsideen, die Sie jetzt in Ihrem Kopf haben? Also ich hoffe, dass ich bin jetzt mal die Erste, die darauf antwortet, denn auch das dauert wahrscheinlich ewig. Und so viele Köpfe, wie wir hier sind, so viele Ideen gibt es wahrscheinlich dafür. Das ist auch das Tolle an unserer Arbeit. Und ich glaube, das versucht auch dieses Netzwerktreffen deutlich zu machen, dass wir diesen ganzen Input brauchen, um diese Transformation gestalten zu können. Denn ich würde mal sagen, das Wichtigste bei dieser modernen Bildung, bei dem Konzept, ist dieser Perspektivwechsel. Für jeden bedeutet einen Beitrag zum Klimawandel leisten oder zum Klimaschutz leisten, nicht zum Klimawandel, einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, eben was anderes. Jeder hat andere Möglichkeiten und die sind auch alle wertvoll und alle gut. Und aus diesem Ideen- und Kreativpotpourri heißt es letztendlich, von klein auf Menschen zu bilden dafür und die auch dann mehr Verantwortung haben, vielleicht noch als Kindergartenkinder, auch dazu bewegen, eben Strukturen zu verändern. Und das gelingt eben durch einen modernen Bildungsansatz. Ich denke, darüber werden wir noch sprechen, was das alles beinhaltet. Ja, ich sehe auch schon da hinten, die Glücksradfeen schreiben schon ein bisschen ordentlich mit. Das ist super. Das ist eine super Überleitung auch zu Ihnen, glaube ich, Herr Wild. Sie als Leiter einer Grundschule und wie gesagt, das habe ich gerade schon angekündigt, Sie machen eine ganze Menge. Und es ist für uns in unserem Alltag tatsächlich manchmal überraschend, dass dann Schule doch auch BNE umgesetzt hat, manchmal auch umgekehrt. Also Sie sind sogar BNE-Berater. Erzählen Sie doch einfach mal, wie haben Sie das geschafft? Also wie haben Sie überhaupt dieses ganze Gedankengut an Ihrer Schule so einbringen können? Ich würde es aus zwei Sichtweisen sehen wollen. Einmal aus der Sichtweise des Beraters für BNE, wo ich Fortbildungsveranstaltungen in anderen Schulen durchführe, wo ich andere Schulkonzepte in Thüringen und auch über Thüringen hinaus kennenlerne, wo ich festgestellt habe, dass Schulen ganz tolle Projekte realisieren. Ein ganz großes Lob an alle Schulen, die sich auf dem Weg dorthin gemacht haben, und wo ich festgestellt habe, es laufen ganz, ganz tolle Aktionen. Was teilweise fehlt, ist die Struktur zu überlegen, wie soll es damit weitergehen. Es wird in einem Jahr mal was am Thema Wasser gemacht. Es wird in einem Jahr mal was am Thema Wald gemacht. Und ich sehe es als meine Aufgabe als BNE-Berater in Thüringen vor allem,
Schulen, Schulleiter, Schulleitungen zu beraten, wie BNE-Grundkonzept eines Schulkonzeptes werden kann. Nicht mit blindem Aktionismus, gut gemeintem Aktionismus, aber wie eine Struktur geschaffen werden kann, die über viele Jahre die Schule prägt und wo Schule einen Weg finden kann, wie kann ich das für meine Zukunft gestalten? Die andere Sichtweise ist die Sichtweise als Schulleiter meiner Schule, wo wir eigentlich schon seit über 20 Jahren an diesem Themenbereich arbeiten und BNE-Grundgedanke unseres Schulkonzeptes bereits ist. Grundschule Steinheit, eine Grundschule zum Wohlfühlen im grünen Herzen Europas. Da steckt unwahrscheinlich viel drin. Da steckt BNE als Grundgedanke drin. Wir sind Thüringer Nachhaltigkeitsschule, Umweltschule in Europa inzwischen seit über 20 Jahren. Und tun dort eine ganze Menge. Wir haben einen eigenen Schulwald, wir haben einen eigenen Schulgarten, wir haben viele Dinge im Schulkonzept umgestaltet, verändert. Und für mich war es wichtig, als Europaschule diesen Weg gemeinsam mit europäischen Partnern zu gehen und mal zu schauen, was macht man in anderen Ländern ähnlich oder unterschiedlich. Und gerade Kindern das nahezubringen, dass es viele Gemeinsamkeiten, aber auch viele Unterschiede gibt, ist etwas ganz, ganz Maßgebliches. Wir haben zum Beispiel in den letzten 3 Jahren ein Projekt zum Klimawandel mit Schulen in, hoffentlich kriege ich zusammen, Litauen, Polen, den Niederlanden, Frankreich, Portugal und Malta bearbeitet. Und wenn man den Thüringer Wald heute sieht, ist man schockiert. Mhm. Der Thüringer Wald ist nicht mehr der Thüringer Wald, den er mal zu meiner Kindheit beispielsweise war. Aber wenn Kinder erfahren, dass es im Norden Portugals durch sehr große Waldbrände ähnliche Problematiken mit dem Thema Wald gibt oder die niederländische Schule ein ganz anderes Problem hat, zu viel Wasser. Die Schule auf Malta, sie liegt auf Gozo, wieder ein anderes Problem hat. Sie haben kein Wasser, kein eigenes Wasser. Meerwasser muss entsalzt werden oder mit einem Schiff transportiert werden. Dann gehen die Kinder natürlich ganz anders mit diesen Themenbereichen um. Also das Lernen am Beispiel ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe und Struktur zu finden. Wie gestaltet man das perspektivisch? Jetzt habe ich viel zu viel geredet. Das ist ein Applaus wert, oder? Das ist doch echt der Hammer. Ja, vielen Dank. Übrigens auch Ihr Name passt ja irgendwie zum Wald, oder? Wilder Wald, also. Das ist total beeindruckend. Ich würde mir jetzt wünschen, also Sie haben jetzt Herrn Wild gehört, das ist ja nachher, hoffentlich nachher auch ein bisschen Grund, in den Austausch zu gehen. Vielleicht gibt es ja auch gleich noch Fragen dazu. Wir gehen mal weiter. Wir haben andere Praktiker hier, die so aus der richtig echten Praxis kommen. Ne? Sie mit Ihrer Waldschule hier in Seelendorf haben ja viel Erfahrung auch schon in der waldpädagogischen Arbeit. Thema Wald und Klima. Was gibt's da Positives zu berichten? Also wie kann man das positiv umsetzen? Also natürlich das Thema nicht positiv, das ist klar. Aber wo man sagen würde, das ist ein tolles Beispiel aus unserer Praxis oder vielleicht auch ein toller Moment gewesen in unserer Praxis, der uns hilft, die Welt ein bisschen besser zu machen. Also ich würde mal sagen, also im Moment sind wir noch so nicht Klimakönner, sondern Klimamöchter in Berlin. Wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht, uns mehr mit den Klimafragen in der Waldschularbeit zu beschäftigen. Unsere positiven Momente, also ich würde mal sagen, wir machen schon seitdem es uns gibt, und das sind inzwischen 30 Jahre, und ich mache das auch inzwischen seit über 20 Jahren. Wir schaffen so ein Fundament. Und zwar für BNE und auch für Klimabildung. Und wir machen das sehr in der Breite. Wir erreichen sehr, sehr viele Kinder. Also ich habe mir eben noch mal die Zahlen durchgegeben lassen für 2018. Also da waren es 1400 Schulklassen oder Kita-Gruppen, die in einer Berliner Waldschule waren. Und die sind da für plus minus 4 Stunden. Also wir erreichen eine ganze Menge. Aber viele von diesen Kindern sind das erste Mal im Wald oder vielleicht sogar das einzige Mal im Wald. Und da sind unsere Erfolgserlebnisse eher, wenn dann in der Abschlussrunde einer von den türkischen Jungs sagt, boah, das war der schönste Urlaubstag, den ich jemals hatte. Weil die verursachen nicht die Schäden. Also wir haben da so ein, ja,
ich würde mal sagen, so eine ganze Pluralität an Kindern. Das eine sind die, die mit dem SUV zur Ferienwoche gefahren werden und eine Jack-Wolfskin-Skinjacke tragen. Und das andere sind die, die halt so einen Waldschultag als den schönsten Urlaubstag wahrnehmen. Und alle die brauchen im Grunde die Naturerlebnisse. Und wenn die da sind, denke ich, dann können wir auch die Klimabildung machen. Meine Antwort im Moment wäre, wir machen auch Waldcoach-Fortbildungen für Lernende, da reinzugehen und da auch was zu machen und einzelne Projekte zu machen. Also wenn eine Schulklasse wirklich eine Woche da ist, dann kann ich auch zum Klima arbeiten. In den 4 Stunden würde ich den Kindern wirklich gerne die Zeit lassen, und jetzt gerade nach der Pandemie und wo alle möglichen Sachen da sind und selbst die BUND-Jugend irgendwie über ja, psychologische Gesundheit postet und nicht über Klimawandel, diese Zeit zu nutzen, auch den Wald zu genießen. 1400 Gruppen waren das ja, also die müsste man jetzt irgendwie so mal ja, 25 genau. oder sowas nehmen. Ja, genau. Ne? Wenn man also jetzt, waren genau. 36.000 Personen, wobei da die Großveranstaltungen mit drin waren. Aber es sind echt viele, die wir haben. Und aber es ist so ein bisschen wirklich auch nach Gießkanne. Wobei, man muss ehrlicherweise sagen, da sind Projektwochen und sowas mit drin. Ja. Also es ist nicht jede Klasse, ich sag mal, nur 4 oder 5 Stunden da. Sondern wir haben durchaus auch welche, die dann immer mal wiederkommen oder die Frage ist ja, mit welcher Attraktivität konnten die in den Wald gelockt werden? Also was hat jetzt genau diese 1400 Gruppen dazu bewegt, wirklich an einem Programm draußen in Seelendorf teilzunehmen? Das sind die Berliner Zahlen von allen Berliner Waldschulen. Ah, ja, okay. Nicht meine Seelendorfer Zahlen. Also ich will mich hier nicht mit aller Waldschulen ruhmen. Nicht umsonst haben wir ein dezentrales Netzwerk in Berlin. Und warum kommen die zu uns? Also die rennen uns die Tür ein. Wir können im Moment, könnten wir wahrscheinlich noch doppelt so viele Waldschulen in Berlin brauchen. Ich glaube auch, die PädagogInnen merken, dass die Kinder das brauchen und die merken, dass die Kinder raus müssen und dass die auch da den Freiraum brauchen und die wissen, wie wir arbeiten. Dass es nicht irgendwie ein verschultes Programm ist mit einer Aktivität an die andere, sondern dass die Kinder da auch den Freiraum kriegen, was zu entdecken. Und wenn es ums Klima geht oder ich sag mal auch nur um Waldwissen, dann ist das was spielerisch oder durch Entdecken mit einfließt. Frau Beck hat das vorhin nachfrageseitige Lösung genannt. Nachfrageseitige Lösung. Ja, also die Nachfrage ist da offensichtlich. Ja, die rennen uns die Bude ein für diese Programme. Ich denke, das geht vielen im Moment gerade ähnlich, was unsere Arbeit betrifft. Also jetzt ich habe es aber noch nie so erlebt. Also auch ja. so, dass es irgendwie so einen Druck aufbaut. Oh Gott, wir möchten viel mehr, aber wir können es gar nicht schaffen. Wenn aber jetzt, also es bräuchte noch mehr Waldschulen. Wir haben ja die Idee, sozusagen einen offenen Brief zu schreiben oder zumindest diese Statements und Ideen, die wir hier gerade entwerfen, an Entscheidungsträger weiterzutragen. Mhm. Frau Förster-Ballinus, wenn jetzt hier so eine kleine Wunschfee wäre und die würde sich jetzt hier auf die Schulter setzen, ja, was würden Sie sich wünschen für diese Arbeit? Für diese Arbeit einerseits gerne mehr Waldschulen, mehr Leute, die es machen können, also weil es wird in Berlin wirklich gebraucht. Aber man muss natürlich auch gucken, wo sind die Flächen? Also was ich mir auch wünschen würde, sind einfach Flächen, wo ich mit gutem Gewissen sagen kann zu einer Lehrerin oder einem Lehrer, wenn die mich fragen, wo kann ich denn mit meinen Kindern hingehen und ich sag mal in Anführungsstrichen sicher spielen. Dann sage ich, da ist eine Fläche, die kannst du nutzen oder da ist so ein Waldgebiet. Diese Möglichkeit haben wir in Berlin im Moment wirklich nicht. Wir sind zertifiziert und der Totholzanteil wächst uns über den Kopf, also in den normalen Waldbeständen. Also Waldpädagogik wird nicht einfacher. Mhm. Die Frage kam ja heute Morgen auch bei Ihnen. Ne? Die Wunschfee wartet immer noch auf einen konkreten Wunsch an die Politik. Also wir haben jetzt ja auch jemanden aus dem BML hier stehen und Dr. Ricard wird nicht alles lösen können, aber natürlich ist es wichtiger, in diesen Austauschstudien überhaupt mal über die Themen zu sprechen und zu wissen, wo sind denn eigentlich Nadelöhre, wo braucht es vielleicht Unterstützung, damit diese Bildungsarbeit funktioniert. Also bei uns sind Sie tatsächlich im Moment bei der Verkehrssicherung, würde ich mal sagen. Also so blöd sich das anhört. Und natürlich im Personal
und in der Bürokratie. Mhm. Also uns steht wieder ein Interessenbekundungsverfahren und das ist irgendwie gruselig. Mhm. Okay, super. Vielen Dank. Reichen Sie mal einmal weiter nach rechts. Genau. Dr. Bettina König, ne, hatte ich ja schon gesagt, Harz-Hotspot gerade. Ich kenne ja nun deine Arbeit auch ganz gut und wir arbeiten sonst auch zusammen. Aber vielleicht magst du mal all denjenigen, die das jetzt nicht ganz so mitbekommen haben, was jetzt gerade auch im Harz los ist und auch in Verknüpfung mit dieser Bildungsarbeit. Was heißt es jetzt für dich in deiner konkreten Arbeit, wenn es um das Thema Wald und Klima geht und das an Mann, Frau und Kind zu bringen? Ja, um da mit den Worten von Herrn Dr. Rock zu sprechen, wir sehen tagtäglich, dass so ist es und da können wir auch nicht mehr dran vorbeigucken. Seit 5 Jahren ist der Harz quasi im Ausnahmezustand. Durch viele verschiedene Situationen, die heute einfach schon angesprochen worden sind, im Harz im Speziellen natürlich auch der geschichtliche Hintergrund über Bergbau, über Reparationshüber und all die Dinge, die Sie sicherlich auch schon kennen. Es beeinflusst unsere Arbeit natürlich dahingehend, dass ganz viele Menschen zu uns kommen. Der Harz ist eben auch ein touristischer Hotspot. Das heißt, wir haben sehr viele Schulklassen, natürlich wie viele der Bildungseinrichtungen hier, die natürlich auch mit dem Thema Wald und Klima zu uns kommen und im ersten Moment natürlich entsetzt sind. Da kommt man in, ja, eigentlich nicht mehr Wald. Da stehen 2/3 der Fichten gar nicht mehr oder sind tot. Und das so ist es, müssen wir erklären. Warum ist es denn so? Wie ist es dazu gekommen? Was ist die Situation? Aber jetzt nützt es nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu sagen, okay, wir haben da was übergeben bekommen, was jetzt durch verschiedene Dinge verändert worden ist. Und wir verdammt nochmal haben jetzt die Aufgabe für unsere Zukunft hier auch wieder was hinzumachen. Mit all den Dingen, die Sie, und da haben Sie mir aus der Seele gesprochen, Herr Dr. Rock, dafür ja notwendig sind. Und das Wichtige ist zu sagen, was können wir, was kann jeder Einzelne daran tun, welche Handlungsmöglichkeiten haben wir? Also die Kinder, die Jugendlichen, aber auch die Erwachsenen mitzunehmen und letztendlich zu sagen, was können wir tun? Was liegt in unserer Verantwortung? Was können wir im Einzelnen tun? Wie können wir mit der Vernetzung weiterkommen? Wie können wir uns mit Organisationen der SDW zusammentun, die einfach große Möglichkeiten in der Entwicklung von Bildungspotenzial haben? Wir sind die Menschen, die die Menschen draußen vor Ort in den Fingern haben. Vielleicht magst du auch noch ein bisschen was darüber erzählen, wer wir sind. Also du bist der Landesforsten. Ich weiß das alles, aber es ist schon auch eine besondere Situation für Niedersachsen, diese Arbeit mit den zertifizierten Waldpädagogen. Mhm. Ja, also wir sind die Waldpädagogikzentren der Niedersächsischen Landesforsten. Das heißt, wir haben 10/11 Waldpädagogikzentren, die für eine Bildungsregion zuständig sind. Bei mir ist es die Bildungsregion Harz. Das heißt, der Westharz ist mein Bildungsbereich. Üblicherweise haben wir sogenannte Häuser, besser bekannt unter Jugendwaldheimen, wo wir eben mehrere Angebote haben, Jugendwaldeinsätze, Erlebnisklassenfahrten, Projektklassenfahrten, wo also eben mit Verpflegung und Unterkunft Schulklassen, aber auch Kindergärten, gerade wenn es um Erlebnisklassenfahrten geht, längerfristig bei uns sind. Und der sogenannte Tagesbetrieb, also das, was zwischen 2 Stunden, 5 Stunden, 8 Stunden, Projekttagen, Zentralabiturvorbereitung liegt, also ähnlich wie bei euch, aber dann eben auch häufig mit älteren Klassen. Und da arbeiten wir flächendeckend mit zertifizierten Waldpädagogen zusammen, die wir seit vielen, vielen Jahren zusammen ausbilden in Niedersachsen, mit denen wir eben einen Großteil der Fläche abdecken können und somit aufs Jahr betrachtet auf alle Waldpädagogikzentren etwa 115.000 Menschen, kleine und große Menschen in den Wald bekommen. Für den Harz sind das so im Schnitt, Ausnahme Corona, etwa 12.500 Menschen pro Jahr. Aber eben auch etwa 1/3 Erwachsene, da wir viel touristisch unterwegs sind. Und da setze ich mir jetzt mal meine eigene Wunschfee auf die Schulter. Na gut. Ich weiß, dass ich es machen kann bei dir. Bildung hört bei Kindern und Jugendlichen nicht auf, sondern Erwachsenenbildung ist einfach ein wesentlicher Bestandteil der Umweltbildung, der Waldpädagogik.
Kinder, Jugendliche zu begeistern, ist super wichtig. Aber zu Hause sollen sie eben auch irgendjemanden haben, der es entgegennimmt. Diese Begeisterung, die Freude und eben unterstützt. Und da brauchen wir die Erwachsenen. Und meine Erfahrung im Bereich der Erwachsenenbildung ist, die wollen einfach nur wissen, was da draußen passiert im Wald. Das heißt, die kommen und sagen, sieht schrecklich aus. Die Förster machen hier alles kaputt. Und dann geht man ins Gespräch, erzählt, warum ist das so, was tun wir schon, was steht da eigentlich schon? Und nein, Förster pflanzen keine Fichtenplantagen mehr, seit mehr als 30 Jahren. Und warum ist es so wichtig, dass wir Holz hier ernten und nicht importieren oder durch andere Produkte ersetzen? Dafür ist die Erwachsenenbildung unglaublich wichtig. Und die Leute gehen von uns weg und sagen, toll, dass es sie gibt, machen Sie weiter, wir wünschen Ihnen viel Kraft für diese Aufgabe. Das war ja mal so ein bisschen, ja, gerne. Das war ja mal der Ursprung oder der Anfang eigentlich der Waldpädagogik, ne? Also in der Schweiz, 1800 irgendwas mit Herrn Landolt, da hat man versucht, einfach das zu erklären, was passiert da gerade draußen. Also vielleicht so ein bisschen zurück zum Anfang in der Situation. Wir wollen aber natürlich nicht zurück zum Anfang, wobei auch da, das möchte ich auch nochmal zurückspiegeln, dass heute Morgen sehr deutlich geworden ist, dass die Arbeit, die in der Waldpädagogik passiert, mit diesem Umsatz auf die Emotionen zu gehen, ne? Pestalozzi mit Kopf, Herz und Hand, dass das das noch viel mehr braucht als vielleicht noch vor einiger Zeit in der heutigen Zeit. Ulrike Schut hat vorhin von modernen Bildungsangeboten gesprochen. Was können wir darunter verstehen? Also was könnte da eine Idee sein? Okay, also das ist sehr komplex. Ja. Allein schon... In zwei Sätzen. Genau, in zwei Sätzen. Mhm. Also ich glaube, ganz gut drückt es aus, es wurden auch schon immer zwei Begriffe genannt. Bildung für nachhaltige Entwicklung und Waldpädagogik. Mhm. Die beiden Begriffe werden gern so zusammen verwendet, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Der Pädagoge oder die Pädagogin stellt einen Bezug zum Lernenden oder zur Lernenden her. Also hat auch will einen Prozess lenken. Bildungsprozesse passieren bei einem selbst. Pädagogik möchte sozial machen. Bildungsprozesse fügen das Individuum ein in die vorhandenen gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Werte oder Umwelten, wie auch immer man, oder Mitwelten. So, das heißt, da sieht man schon, bei der Pädagogik ist eine Person immer dabei. Und es gibt noch andere viele wichtige Punkte, um moderne Bildung auch durchzuführen. Natürlich auch direkte Naturerfahrungen, was selbstständig machen, ja, selbst aktiv sein, was mitgestalten können, auch gemeinsam was zu machen. Das sind alles so Adjektive, die wir heute nach unserem heutigen Lernverständnis davon ausgehen, dass Lernen gelingen kann. Das ist nämlich nicht ganz sicher. Aber worauf ich hinaus will, ist dieser Pädagoge oder diese Pädagogin. Da haben wir nämlich eigentlich bislang noch gar nicht so viel von gehört. Mhm. Was ist das denn für eine Person? Was für eine Lehrhaltung oder Lernhaltung hat diese Person? Wie betrachtet die ihr Gegenüber? Wie geht die mit der anderen Person um, dem Lernenden oder der Lernenden? Denn wir in der Bildungswissenschaft, wir sprechen eigentlich davon, dass Lernen oder ja, Lehren Beziehungsarbeit ist. Mhm. Und damit machen wir den ganzen Topf auf mit all den Wissenschaften, den Komplementärwissenschaften, die dazugehören. Psychologie, Soziologie, Philosophie, Neurowissenschaften. Also sprich, das ist ganz schön komplex. Ja. Und die Lehrkraft hat eine ganz, ganz entscheidende Rolle, dieses Lernen für nachhaltige Entwicklung, wir haben ja ein Ziel, diese nachhaltige Entwicklung, also ein normatives Ziel, zum Gelingen zu bringen. Mhm. Das heißt, wir können noch so tolle Bildungsmaterialien herstellen. Ja. Es kommt letztendlich auf diese Interaktion an zwischen diesen beiden Menschen oder zwischen der Gruppe und dieser einen Person, die den Prozess lenken will. Das heißt, solche Prozesse können noch besser gelingen, wenn die Lehrkraft eher ein Coach ist, eher Begleitung und sehr, sehr selbstreflektiv ist. Mhm. Also überlegt, was sie da macht und auch überlegt, warum sie das macht und dass man auch Fehler machen kann und wie man damit umgeht. Ja. Beziehung vor Botschaft. Ich denke, das ist schon mal eine Karte auch für unser Flipchart. Vielen Dank. Jetzt ist aber die Frage, wie können wir das vielleicht strukturell auch in irgendeine Form bringen? Wir sind ja auf einer bundesweiten Tagung. Wir haben
wirklich interessante Menschen hier mit im Saal. Was braucht es da vielleicht noch an Struktur, um das schaffen zu können? Also ich glaube, da würde ich wie Frau Beck sagen, wenn ich die ganzen Fragen beantworten könnte, dann würde ich die jetzt hinschreiben, aber wir sammeln überreichen Ideen. Und weiß ich nicht, was kriegen oder auch nichts. Aber um nochmal auf das Klimakönner-Projekt zurückzukommen. Also ich finde, die Klimakönner, die setzen genau da an, also wovon ich gerade besprochen habe, also die Lehrkraft rückt ja damit in den Mittelpunkt. Und es ist total wichtig, dass wir auch an außerschulischen Lernorten Bildungsarbeit machen, dass wir alle Zielgruppen ansprechen. Alles wichtig. Also weil es geht ja um alle Mitglieder der Gesellschaft. Aber die Lehrkraft hat ja die besondere Chance, in einem Alter, wo Menschen noch sehr wissbegierig sind, noch sich in der Entwicklung befinden, bevor die Deutungsmuster alle so gefestigt sind wie bei uns jetzt, alle Kinder zu erreichen. Also sprich, die mit hohem sozioökonomischem Hintergrund, mit niedrigen, die den Wald mögen, die den Wald blöd finden und langweilig und ist ja nur grün und überhaupt die ganzen vielen Viecher, die da rum sind. Die Lehrkraft in der Regelschulzeit erreicht alle Kinder. Und deshalb fand ich es gerade bei der Klimakönner 2 beim Projekt wirklich sehr innovativ und zielführend, eben in die Ausbildung der Lehrer zu gehen, in die Seminare. Also das finde ich in der Struktur schon mal eine gute Möglichkeit, da anzusetzen und diese wertvollen Kompetenzen, Vermittlungsmethoden, Themen wie Wald und Klima auch in die Lehrerausbildung zu bringen. Also da sozusagen, wo der Samen gesät wird. Ja, wunderbar. Da widersprechen wir natürlich nicht, das ist ganz klar. Klimakönner, finde ich auch, ist ein wunderbares Projekt. Nun läuft es ja aus. Und neben Ihnen steht ja der Vertreter vom BML. Du musst da jetzt leider durch, es tut mir leid. Also du bist jetzt unser Vertreter für den Waldklimafonds, der ja, also es ist ja viel Geld im Spiel. Wir haben das ja heute Morgen gehört. Wo siehst du da die Potenziale? Wie kann das da auf dieser politischen Ebene vielleicht noch mehr gegriffen werden und auch weitergehen? Ich hatte befürchtet, dass so eine Frage jetzt an mich gerichtet wird. Ja, also zum Schluss schielen immer alle auf den Bund. Und wenn es um Geld geht, aktuell noch umso mehr. Ich meine, wir merken das ja zurzeit in vielen Bereichen. Mit Blick auf Krisen, Inflation, Wirtschaftskrisen, Gaskrise etc. Der Bund soll gerade in etlichen Bereichen auch helfen. Von der absolut berechtigte Frage. Also wir sind, Herr Lulis hat ja heute Morgen auch den Waldklimafonds auch vorgestellt und hatte ja auch gesagt, dass die Förderrichtlinie Ende dieses Jahres ausläuft. Wir sind dabei, aber die Förderrichtlinie weiterzuentwickeln. Also wir planen auf jeden Fall, das Ganze weiterzuführen. Wir haben auch das entsprechende Geld dafür bekommen. Das ist auch vom Haushaltsausschuss abgesegnet worden. Allerdings ist unser Gesamtbudget gekürzt worden. Zumindest haben wir nicht das Budget bekommen, was wir insgesamt für den WKF erhofft hatten. Das heißt, aktuell sind wir auch ein bisschen handlungsunfähig, würde ich sagen, weil wir zumindest mit den vorhandenen Mitteln, Herr Lulis, Sie können da gerne auch gleich noch mal ergänzen, sind wir zumindest bis Ende des nächsten Jahres auch ausgebucht. Wir hoffen, dass wir dann aber mit der neuen Förderrichtlinie, die dann ja auch 23 kommt, dann wieder die neuen Mittel auch entsprechend für neue Investitionen, neue Vorhaben auch einsetzen können. Fokus des Waldklimafonds zukünftig wird sein, dass wir vor allen Dingen uns auf zwei Bereiche konzentrieren wollen. Also der Waldklimafonds muss man ja vielleicht auch ein bisschen wissen aus der Genese her. Also früher war es im Grunde genommen so ein Sammelbecken. Ja, man hat verschiedenste Anliegen versucht, da unterzubringen, die in diesem Kontext Klimaanpassung, Klimaschutz, aber auch Forschung, Entwicklung, Kommunikation, alles irgendwie rein. Man hat das alles da reingepackt. Das heißt, die unterschiedlichsten Förderschwerpunkte basieren auch auf unterschiedlichstem EU-Beihilferecht. Das Ganze macht es auch recht komplex. Von daher ist auch Zeit, dass wir den WKF verschlanken. Und wir wollen uns vornehmlich auf Forschung und Entwicklung
Modellvorhaben hier auch konzentrieren, also mit klarem Praxisbezug. Und das zweite ist die Kommunikation. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bisher wenig Berührungspunkte mit der Waldpädagogik gehabt. Also ich nehme hier ganz viel für mich persönlich auch mit. Ich nehme aber auch für den WKF mit, dass Kommunikation wirklich weiterhin eine wesentliche Säule des WKF auch bleiben muss, weil der Bedarf ist einfach da. Ich meine, das sehen wir alle. Wir hatten heute wunderschöne Diskussionen, tolle Präsentationen zum Zustand und den Herausforderungen. Herr Rock, Sie hatten den Deutschlands berühmtesten Buchautor zum Thema Wald, hatten Sie ja genannt. Der hat ja auch seine Akademie da in der Eifel. Und soweit ich das mitkriege, sind da auch ständig die Termine ausgebucht. Von daher ist es wichtig, ja, dass wir auch da parallel andere Strukturen zu haben, dass die auch professionell sind, vor allen Dingen auch mit den Ländern. Also auch Ihr Beispiel, das fand ich jetzt nochmal wirklich toll zu hören, was Niedersachsen da alles macht und was es da bereits gibt. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Anregung, vielleicht ist es auch eine dumme Frage, vielleicht gibt es da auch schon mehr. Aber eine Anregung auch von meiner Seite, die Dinge zwischen Bund und auch den Ländern, was in den einzelnen Ländern läuft, stärker noch zu vernetzen. Bildung ist ja Ländersache, ja, also liegt nicht im Kernbereich der Kompetenz des BMEL zumindest. Ich denke, die Kultusministerien gilt es hier genauso auch mit einzubinden, gerade wenn man die Schulen auch erreichen will. Und das wäre vielleicht auch nochmal so ein Ansatz, wenn man jetzt mal perspektivisch nachdenkt über eventuelle Folge, dass man hier vielleicht nochmal langfristig versucht, dann Strukturen mit Bund und Ländern gemeinsam zu schaffen. Das merken wir in vielen Bereichen. Wir müssen ganz eng mit den Ländern auch immer zusammenarbeiten, die Synergien da entsprechend nutzen. Finde ich ganz spannend. Also ich glaube, dass das ein wesentlicher Schlüssel ist. Du hast es vorhin auch nochmal genannt, die Försterblase ist auch ganz oft in unseren eigenen Reihen, erleben wir tagtäglich, dass selbst bei unseren Kollegen die Arbeit der Waldpädagogik oft mal nicht ganz so diesen hohen Stellenwert bekommt. Du hast es jetzt gerade professionell genannt. Das fand ich jetzt sehr schön, auch mal zu hören. Aber ich glaube, dass da auch so ein bisschen der Hase im Pfeffer liegt. Also wie kann jetzt zum Beispiel das BML dafür möglicherweise auch eine Struktur schaffen? Also wie kann es da zu einem besseren Austausch kommen zwischen den Themen aus der, super, Herr Rock meldet sich schon, aus den Themen, die wir jetzt aus der Forschung hören und ständig erleben, dass das Waldumbau betrifft und dem, was Bildungsarbeit alles leisten kann und da ein Potenzial ist. Ich glaube... Also wenn Herr Rock eine tolle Idee hat, ja, bitte. Ich bin ja nur kleiner Indianer und weiß nicht, was in den Ministerien abgekaspert wird, aber ich kriege dann ein Papier auf den Tisch, das heißt... Ich kriege dann ein Papier auf den Tisch, da steht oben drauf Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz der Bundesregierung. Und da drin sind Themenfelder auch zum Bildungsbereich, zur Beratung in Sachen Klimaschutz und Ähnliches. Und vielleicht wäre da eine Idee bei den Verhandlungen zwischen den Ministerien, ein bisschen Geld abzuzweigen aus diesem Topf. Und zum Beispiel über die FNR in diese Bildungsschiene zu schieben. Yeah! Der beliebteste Mann im Raum gerade. Genau. Ups, wow, das ist aber laut. Muss ich jetzt leiser sprechen? Wenn du an deinem Mikrofon sprichst, darfst du leise reden. Muss ich leiser sprechen, genau. Also, ich habe... ich denke, das wäre ein ganz, ich möchte dir da nochmal zustimmen, was du gerade gesagt hast. Also, ich denke, das wäre wichtig, dass man wirklich versucht, im WKF diese Schiene der Bildung einfach auch noch stärker, sagen wir mal, zu bedienen. Dieses Thema der Kommunikation mit einem Fokus auf die verschiedenen Bildungsbereiche, weil das, wir haben jetzt auch so ein bisschen so ein Momentum. Und ich glaube, merken ja viele Akteurinnen und Akteure, die jetzt auch hier sind, die mit sozusagen als Bildungsakteure im Wald arbeiten. Es gibt eine wahnsinnig große Nachfrage. Also ich mache das jetzt seit fast 20 Jahren. Ich weiß nicht, wann es so viel Nachfrage nach dem Thema Wald gab und auch nach dem Thema Wald und Klima gab. Und deswegen denke ich, ist es ganz wichtig, jetzt auch da, sag mal, nicht diesen Faden abreißen zu lassen, sondern auch diese Kontinuität zu führen. Das gilt ja für alle Aktivitäten und alle
sagen wir mal, Angebote, die es gibt. Ich glaube, die Kontinuität macht es ja aus. Es bringt nichts, wenn wir das schon schaffen, dass die Kinder einmal in den Wald gehen, weil dann hat man Abenteuer Wald, rumrennen, rumlaufen, Blätter fühlen, Bäume erleben. Erst ab dem zweiten, dritten Mal wird das im Prinzip interessant und ich kann in die Themen reingehen. Und das Gleiche ist in den Schulen. Wir müssen es schaffen, dass es sozusagen Räume gibt, wo ich mit einer großen Kontinuität dieses Thema Wald mit all seinen Themen, das ist ja nicht nur Klima, das ist Biodiversität, das sind viele, viele Themen, die rund um das Thema Wald existieren, die für uns alle wichtige Themen sind, dass man die sozusagen dort platzieren kann. Und ich glaube, das ist einfach ein wichtiges Thema. Und es braucht Kontinuität und es braucht natürlich dann auch irgendwo Geld. Super, und vielen Dank dafür erstmal. Wir haben jetzt zwei Wortmeldungen. Einmal Bettina, dann habe ich da hinten Burkhard Ferch gesehen. Ja. Ich mag den Gedanken gerne noch ein Stück weiterführen. Wir haben mehrfach gehört, es ist in den Köpfen angekommen, dass sich da was tut in der Welt. In der Wissenschaft, in der Politik ist es schon viel eher angekommen. Jetzt ist es aber sichtbar für die breite Bevölkerung. Und die Lage ist sicherlich sehr dramatisch, aber, und das finde ich ist das Positive, es bietet uns eine Riesenchance. Die Leute sind so offen wie nie, die Nachfragen sind so groß wie nie, die Ohren sind auf, die Leute wollen einfach wissen, was da draußen passiert. Sprich, Wald ist da angekommen, im Herzen, und unser Job ist es jetzt zu sagen, okay, aus diesen Emotionen hier eine Veränderung herbeizuführen. Und das können wir letztendlich nur erreichen, indem wir wirklich direkt mit den Leuten im Kontakt sind, mit ihnen sprechen. Und da sind wir natürlich ganz eindeutig bei Personalschlüssel, mehr Menschen, die unterwegs sind und sagen, was passiert da, und darüber informieren, dass es nicht auswegslos ist. Mit den Worten von Frau Beck, jede Nachkommastelle zu reduzieren, ist einfach wichtig. Also vielleicht nur ja. BML hat Vorrang. Ja, nur ganz kurz, kurzes Feedback auch dazu, was Sie sagten. Und ich fand das vorhin auch ganz gut, was Sie sagten. Also wichtig ist ja auch, dass wir auch vermitteln, was die Forstwirtschaft auch an positiven Dingen beiträgt. Ja, eine Lösung hier auch entsprechend zu finden. Oder auch in den letzten Jahrzehnten ja auch sich Dinge gewandelt haben. Ja, dieses verklärte Bild, was oftmals ja da draußen auch ist. Also wir merken das ja auch. Also das Interesse bei all diesen Prozessen mitzureden ist enorm. Ja, das ist so groß wie noch nie. Wald ist auf der politischen Agenda. Unsere politische Leitung ist auch bei den Themen viel dran. Das war in den letzten Jahrzehnten auch nicht so. Aber klar, die Leute haben natürlich ein anderes Bild, was sie mitbringen. Warum stirbt denn der Wald gerade im Harz ab? Ja, weil die blöden Förster da die Fichtenmonokulturen gepflanzt haben. So, und diese Stellschrauben, ich denke, die sind so wichtig und von daher ja, bin ich da vollkommen bei Ihnen, was Sie sagen. Jetzt haben wir da hinten eine Wortmeldung gehabt und dann noch Ulrike Schut. Ja, Burkhard Ferch vom Waldpädagogikzentrum Göttingen, / Rutz-Rheinhausen, das steht für regionales Umweltbildungszentrum noch. Ich warte nochmal auf das Thema auch, was muss an Strukturen vielleicht geschaffen werden und wie auch die Schule sozusagen da einen Beitrag leisten kann und muss. Wir hatten gerade vor 10-12 Tagen auch im Harz ein Landestreffen der vom Kultusministerium anerkannten BNE-Lernstandorte, wozu seit neuestem auch die Waldpädagogikzentren erfreulicherweise gehören. Und dort war zum Beispiel, ich durfte dort mitwirken sozusagen im Planungsteam, das Leitthema ist der Klimawandel sozusagen, kann ja auch Motor sein für den Bildungswandel, also für die Transformation in der Schule und der Schulbildung. Da fiel natürlich mit einem deutlichen Ja aus, war im Prinzip eine rhetorische Frage. Nur es gibt, dafür muss man Strukturen schaffen. Und darauf wollte ich jetzt sozusagen kommen, um mal so einen kleinen Lichtblick aufzuzeigen, der sicherlich auch noch nicht reicht. Aber in Niedersachsen, neben dieser Anerkennung von außerschulischen Lernstandorten, die zum Teil sogar, also zum Beispiel die regionalen Umweltbildungszentren, die kriegen sogar Anrechnungsstunden. Also wir kriegen abgeordnete Lehrkräfte, die dann bei uns sozusagen mit integriert sind in dem Team und uns natürlich auch schulisch beraten. Und umgekehrt strahlt unsere Erfahrung dann die praktisch auch wieder in die Schulen zurück, weil die auch im Schuldienst bleiben.
Das ist das eine. Und zum anderen ist dort jetzt im letzten Jahr ein BNE-Erlass vom Kultusministerium verabschiedet worden, endlich. Der hat auch sehr, sehr, sehr viel Vorlauf benötigt. Und der hat jetzt die BNE in einer gewissen Art und Weise in allen niedersächsischen Schulen verbindlich gemacht. Also sozusagen als fächerübergreifendes Lernprinzip. Das ist kein eigenes Fach. Das muss man auch erstmal begreifbar machen. Das ist natürlich auch abschreckend wirken könnte, weil die Lehrkräfte ja natürlich auch stöhnen unter unglaubliche Arbeitsbelastung. Aber mit diesem BNE-Erlass ist sozusagen ein Grundstein gelegt worden, auch mit vielen Handlungsfeldern, dass wirklich die Schulen erstmal sich selber überlegen müssen, wo wollen wir uns BNE-technisch, wohin wollen wir uns auf den Weg machen, also den eigenen Schulalltag in die Hand zu nehmen, auch mit Schülerpartizipation natürlich. Bis dahin gehend aber auch natürlich möglichst viele außerschulische Akteure mit einzubeziehen. Also es ist noch nicht verpflichtend, aber es ist natürlich ein wichtiger Meilenstein und öffnet uns jetzt natürlich auch die Türen dort auch, was ja vorhin auch anklang, das zu verstetigen, ne? Dass es nicht nur Eintagsfliegen sind, mal kurz ins Waldpädagogikzentrum oder anderen außerschulischen Lernort mit einer Schulklasse eingeflogen und da schöne Erlebnisse vermittelt und das war es dann wieder. Da haben wir auch wirklich keine so nachhaltigen Effekte. Ich kriege ja manchmal auch Schulklassen an den höheren Altersklassen und frage die auch immer, wart ihr schon mal bei uns? Ja, ja. Aber es ist immer umso schöner, wenn sie noch mal öfters gekommen sind. Genau, und da haben wir halt wirklich eine große Chance, sozusagen, dass auch Themen dann verstetigt werden können. Mhm. Weil die Schulen jetzt, sage ich mal, in Anführungszeichen, positiven Leinsdruck haben. Sie können das auch legitimieren jetzt, dass sie noch mehr rausgehen können und sollen. Also, okay. Das, aber auch da fehlen die Ressourcen natürlich. Gab es jetzt auch eine Menge Kritik und noch Ansätze zur Verbesserung. Was vor allen Dingen auch noch ein entscheidender Schlüssel ist, glaube ich, dass vielmehr noch die wissenschaftlichen Behörden und die ja für die Lehramtsausbildung zuständig sind, die Universitäre, sprich Wissenschaftsministerium und Kultusministerium. Es wird in den anderen Bundesländern höchstwahrscheinlich eine ähnliche Problematik sein. Die müssten sich viel mehr vernetzen, zusammenarbeiten, damit alle Lehramtsausbildungsschritte sozusagen BNE implementiert werden könnten auch. Das ist, glaube ich, auch noch, wäre noch mal ein ganz wichtiger Schritt. Alex hat, glaube ich, ordentlich mitgeschrieben. Vielen Dank, Burkhard. Jetzt haben wir Ulrike Schuh, dann hatten wir hinten noch eine Meldung und Christoph. Und dann bin ich leider schon so ein bisschen meiner Zeit hier fortgeschritten. Ja, genau. Also das passt, mein Beitrag passt wahrscheinlich jetzt auch gerade genau zu dem, was er gerade gesagt hat. Letztendlich gibt es ich glaube, es war 2017, wurde der sogenannte nationale Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung von der Bundesrepublik Deutschland aufgestellt und sozusagen konstituiert zum Umsetzen angestoßen. Das ist also ein nationaler Bildungsauftrag, der den internationalen Bildungsauftrag der BNE in nationale Initiativen und Formate umgesetzt hat, übersetzt hat. Und in diesem BNE, nationalen Aktionsplan, steht im Grunde alles drin, was wir strukturell so wissen müssen. Nämlich, dass BNE eine Querschnittsaufgabe ist und in allen Bildungsbereichen in der Bundesrepublik Deutschland verankert werden soll. Also von der frühkindlichen Bildung über die Grundschulbildung, die weiterführenden Schulen, die Berufsschulen, die tertiäre Bildung, also sprich die universitäre Bildung und in die Kommunen. Also da, wo ja sozusagen unsere Nachhaltigkeitsprobleme ihren Ursprung haben, aber auch die Lösung finden. Mhm. Also es gibt die politische und bildungsauftragliche, den Auftrag, also das Dokument, den Aktionsplan und wir setzen den aber nicht um. Also 2019 wurden in der Schule 13% der sogenannten BNE-Aktivitäten umgesetzt. Das wird sich wahrscheinlich jetzt in den letzten Jahren nicht geändert haben. Und die Waldpädagogik, und jetzt, das ist eigentlich das Entscheidende, trägt sehr viel, oder kann sogar noch mehr, aber trägt jetzt schon sehr viel dazu bei, weil sie nämlich genau die Art und Weise der Vermittlung nutzt und durchführt, wie das dem modernen Bildungsverständnis entspricht. Mhm. Aber wir sprechen zu wenig darüber. Mhm. Und wir zeigen es zu wenig, dass unsere Arbeit so wertvoll ist und so modern und so unterstützend sein kann zum Erreichen der Ziele. Und deshalb finde ich, wir können den Herrn, dessen Namen wir hier nicht nennen wollen, in einem nämlich sozusagen zustimmen. Der hat es geschafft mit seiner Art, das Thema Wald in die Herzen
ich sag mal, auf jeden Fall der deutschsprachigen Menschen zu bringen. Mhm. Wahrscheinlich, ich glaube, der ist ja auch übersetzt worden in was weiß ich wie vielen Sprachen. Mhm. Der ist nämlich auf die Emotionen gegangen. Mhm. Und das ist das, was wir in der Waldpädagogik auch immer nutzen, fördern wollen, mit allen Sinnen den Wald erleben und verstehen auch. Mhm. Und deshalb haben wir auch dieses Jahr als Jahresthema den BNE, Nationalen Aktionsplan, in der Waldpädagogik umsetzen. Wir müssen als Waldpädagogen auch darüber sprechen und sagen, unsere Arbeit ist nicht eine Erlebnispädagogik und macht Spaß, macht auch Spaß, aber sie ist eben legitimiert und zwar politisch. Ja. Und deshalb, wir hatten jetzt am Freitag den Deutschen Waldpädagogikpreis verliehen. Wir müssen auch davon sprechen, dass wir gute Bildungsarbeit machen. Okay, und alle Notiz an sich selber, mehr darüber sprechen, was wir wertvolle Arbeit wir machen. Ja, das, danke. Also Ulrike. Das auf jeden Fall. Ja. Ja. Super, da hinten. Ja, Katja Dollack, als Freiberuflerin unterwegs in Sachsen, immer als Doppelfunktion in, auch noch in einem Förderprogramm oder einem Förderprojekt. Mache ich Umweltbildung beim Landschaftspflegeverband, etwas breiter aufgestellt, aber in der Waldpädagogik zu Hause. Und ich bin immer so ein Freund von, steht der Tropfen, hört den Stein, Wiederholung. Also um nochmal auf die Wunschfee zurückzukommen, es ist tatsächlich immer wieder angeklungen, bei welchem Beitrag auch immer oder bei vielen Personalschlüssel. Mhm. Ne? Also wenn ich höre, dass die Waldschulen händeringend noch nach Personal suchen oder bräuchten tatsächlich, um das Ganze abzufangen. Also ich als Freiberuflerin stehe dann da und sage, ja, hier bin ich. Ich würde gern, aber für mich ist es leider noch zu unattraktiv, dann zum Beispiel auf einen Landesbetrieb zuzugehen und zu sagen, ja, ich bringe hier meine Kraft ein und es ist schön, dass ihr mir einen Rahmenvertrag gebt, aber das ganze unternehmerische Risiko lastet letzten Endes auf mir. Ne? Und da fände ich es tatsächlich schön, wenn da auch so eine Art Verstetigung und so ein gewisse, wir waren bei Planungssicherheit, ne? Planungssicherheit in Hütte, um auf Frau Beck zurückzukommen, es wäre tatsächlich hilfreich aus meiner Sicht, auch die Freiberufler, die ja da sind, ne, die mit abzugreifen und die noch mit ins Boot zu holen. Ich weiß, wir machen schon ganz viel und da ist ganz viel Herzblut dabei. Das würde da helfen. Aber eben, so wie ich es verstanden habe, mit an Bord zu holen, aber natürlich auch mit einer entsprechenden Bezahlung, weil das wertvolle Arbeit ist. Ja. Genau. Okay, haben wir das an der Tafel? Wichtiger Beitrag. Dankeschön. Dann erst Christoph. Ich habe ein ganz anderes Thema auch, was ich jetzt ganz bevor wir zum Schluss der Podiumsdiskussion kommen, was mir noch wichtig war und was ich noch mal anbringen wollte, auch an in Richtung Aljoscha, BMEL, wenn wir über dieses Thema Honorierung von Ökosystemleistungen sprechen, dann ist es uns auch immer ein Anliegen, das Thema Bildung da nicht zu vergessen. Also wie wir jetzt gerade gehört haben, es kommt wirklich auch darauf an, dass man auch kaum noch Flächen findet, wo man sozusagen Bildungsarbeit durchführen kann, die sozusagen auch dafür geeignet sind, weil Thema Verkehrssicherungspflicht, das, wenn über so eine Finanzierung von Ökosystemleistungen solche Maßnahmen auch finanzierungsfähig sind, dann wäre, glaube ich, vielen auch vor Ort auf der Basis geholfen, dass man wirklich viel mehr Flächen findet, wo man auch diese Bildungsarbeit im Wald eben durchführen kann. Ja. Also das nur noch mal so als Und ich Input glaube, dazu. Ich glaube, Aljoscha geht mit einem dicken Koffer nach Hause heute. Und bevor Simon jetzt vielleicht abschließende Worte sagt, also ich bin jetzt fast ein bisschen traurig, dass ich nicht mehr von Ihnen gehört habe, Herr Wild, weil ich glaube, Sie setzen es einfach schon so perfekt um. Ich glaube, deswegen sind da so wenig Fragen noch gerade offen. Vielleicht haben Sie noch mal ganz kurz die Idee, noch mal darzustellen, was Sie daran motiviert, so motiviert zu sein. Sein, weil ich glaube, das würde uns allen vielleicht helfen. Ich denke, das ist eine gewachsene Sache über viele Jahre. Die Motivation, das zu tun, das zu erleben, das weiterzugeben. Ich habe noch einen kurzen Hinweis zu dem Beitrag, der vorhin kam. Wichtig ist, nicht über das Stichwort BNE an Lehrer heranzutreten. Mhm. Lehrer sind ein sehr kompliziertes Klientel in der Fort- und Weiterbildung. Lehrer wollen aus der Fort- und Weiterbildung etwas Konkretes mitnehmen. Eine Idee, wie setze ich das um, wie tue ich das, was kann ich tun? Das heißt, das Praxisbeispiel an den Anfang zu setzen und BNE,
als Struktur hinterherzubringen, das ist der richtige Weg, wie ich im Prinzip mit Lehrern Fort- und Weiterbildung gestalte. Mhm. Und wenn ich einmal ein Kollegium, eine Schule, einzelne Lehrer zum Brennen gebracht habe, wie ich das auch tue und weitergebe, dann wird das auch mit Erfolg an diesen Schulen weitergehen. Ja, ganz wertvoller Tipp. Vielen Dank dafür. Also, du hast es hier initiiert, deswegen ja, darfst du auch genau, gerne die letzten Worte haben. Ich dachte, das passt ganz gut. Ich habe natürlich fleißig mitgeschrieben. Wir haben die Sache aufgezeichnet und auch an der Tafel mitgeschrieben. Nichtsdestotrotz werden wir heute leider nicht die Welt retten, beziehungsweise das komplette Bildungswesen und System umkrempeln. Aber wir können kleine und größere Schritte, eben, hat man mich gehört? Ich merke jetzt erst, okay. zu den kleinen Schritten finde ich halt essentiell wichtig, dass wir eben das Vorhandene, die außerschulische Expertise und die Vernetzung mit den Bildungseinrichtungen selber voranbringen, um eben das schon Vorhandene noch weiter auszubauen und zu nutzen und vor allem halt auch zu unterstützen. Parallel die größeren Schritte denken, wie zum Beispiel die Anpassung von pädagogischem Personal, von Qualifizierungsangeboten, aber eben auch diesem finanziellen Ausbau von Kapazitäten. Und da möchte ich einfach mal so eine klare Aussage treffen. Wir brauchen eine stärkere Prioritätensetzung in der Politik für Bildung. Und ich weiß, das ist schwierig miteinander zu verbinden, aber man kann sich ja einfach nur an unserer Perspektive an den Kopf fassen, wenn 100 Milliarden Euro Sondervermögen mit einem Fingerschnipsen entstehen, damit zukünftige Generationen drastisch gesagt Panzer fahren können. Wir wollen aber, dass die zukünftigen Generationen in einer intakten Umwelt leben. Und eigentlich ist das aus reinem Menschenverständnis, so wie es jetzt läuft, unlogisch. Und ich wünsche mir halt irgendwie, wie gesagt, eine andere Prioritätensetzung. Und was ich sehr wichtig finde bei dieser ganzen Auseinandersetzung, jetzt in meiner Rolle und so, ist natürlich auch dieses Thema Bildung ist Ländersache. Man tritt aus unserer Position natürlich dann auch schneller auch auf Bundesebene zu. Und das ist halt kompliziert. Also es ist kompliziert, selber durchzublicken. Es ist definitiv auch kompliziert in der direkten Arbeit. Das will ich gar nicht außen vor lassen. Aber ich finde es schön, dass Sie eben davon sprechen, dass man auch da stärkere Synergien braucht zwischen Bund, der eben klare Vorgaben beziehungsweise eben wegweisende Motivationen bietet, dass die Länder das eben auch einfach und sinnvoll dann auch umsetzen können. Ja, das war jetzt ein bisschen viel auf einmal, aber es war so ungefähr die Zusammenfassung von dem, was ich mir heute... Das Tolle ist ja, dass wir das alles dokumentieren. Genau. Und vor allem vielen, vielen, vielen Dank für die rege Teilnahme. Also. Das ist jetzt auch mein Abschluss, würde ich sagen, weil wir sind jetzt in der Zeit fortgeschritten. Ich hätte jetzt richtig Lust, noch weiterzumachen und ich glaube, es ist auch Potenzial da, aber die Sonne scheint, das habe ich ja versprochen und wir wollen ja auch noch nach draußen gehen. Es war ein toller Einstieg, ganz, ganz vielen Dank an diese Runde, an Sie alle. Ja.